René, zurück zu den Wurzeln heißt es für dich, du bist einst als jüngster DDR-Oberligaspieler aller Zeiten für den BFC Dynamo aufgelaufen, jetzt also deine Rückkehr als Trainer. Was hat sich seitdem hier verändert beim BFC Dynamo? Ja, schon einiges. Also der BFC hat sich wirklich sehr, sehr toll entwickelt, muss man sagen. Wir haben hier mittlerweile über 750 Kinder und Jugendliche, die hier für den BFC spielen, über 1000 Trainer und Betreuer und das ist schon ein wahnsinnig großer, toller Verein geworden und der war früher schon gut und groß, aber der Verein hat sich schon sehr, sehr toll entwickelt. Der BFC Dynamo spielt in der Regionalliga, hat sein Budget verringert im Vergleich zur letzten Saison, gilt aber als ein Club, der trotzdem unter Profibedingungen trainiert. Welche Bedingungen hast du hier vorgefunden? Wie siehst du hier die Trainingsanlagen? Ja, sehr gute Bedingungen. Also wir haben durch die gute Zusammenarbeit hier mit dem Olympiastützpunkt wirklich gute Möglichkeiten. Wir haben unsere zwei Rasenplätze, wir können mal bei den Leichtathleten ins Stadion oder in die Halle und haben eine kleine Traglufthalle. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Die Vorbereitung lief ja auch schon sehr anständig, vor allem gleich das erste Testspiel 3-1 gegen Chemnitz, also einen Drittligisten. Wo denkst du, steht deine Mannschaft derzeit? Naja, wir haben hart gearbeitet, sie sind schon sehr, sehr müde auch gerade aktuell und jetzt geht es darum halt, dass wir so ein bisschen frisch werden, damit wir dann auch dann zum Punktspielstart dann auch explodieren können. Ne? Also, aber jetzt mittlerweile, also bisher bin ich halt zufrieden, wir haben gut gearbeitet, wir haben hart gearbeitet, wir sind größtenteils auch alle gesund geblieben und das war schon wichtig auch, weil wir doch uns für einen kleineren Kader entschieden haben und bisher läuft alles sehr vernünftig. Du hast es schon gesagt, der Kader ist kleiner geworden, der Kader ist auch jünger geworden. Wie realistisch, denkst du, ist so eine gute Platzierung wie in den letzten Jahren jetzt in dieser Saison? Naja, was realistisch ist, ist, dass wir sehr, sehr guten Fußball spielen können und dass wir auch am Ende eine ordentliche Tabellensituation haben werden. Weil die Jungs ziehen gut mit, sind sehr talentiert, sie wollen und das ist die Basis ja für alles. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Das heißt, was genau ist als Ziel ausgegeben? Dass wir sehr, sehr guten Fußball spielen, dass die Fans halt wiederkommen. Nicht nur, weil sie Fans sind, sondern weil sie es geil finden. Okay. 2 Jahre lang läuft dein Vertrag. Was ist dein Ziel? Wo willst du mit dem Verein stehen, wenn die 2 Jahre vorbei sind, wenn der Vertrag sozusagen ausläuft, was auch immer dann passiert? Ja, dann will ich, dass wir uns fußballerisch gut entwickelt haben. Dann würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere Spieler sich gut weiterentwickelt hat und wenn wir es vielleicht auch geschafft haben, den ein oder anderen Nachwuchsspieler zu integrieren. Alles klar, dann wünschen wir dabei ganz viel Erfolg. Danke.